Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren sieht man schlecht und wir sind schon sehr angeschlagen. So, 6 von 10 Eisen haben wir. Nickel, pures Nickel und Magnesium will er nicht. Das will er auch nicht. Dann brauchen wir das, dann packen wir das ins Lager. Vielleicht können wir ja auch noch ein bisschen Strom aufrüsten hier. Silikate und Eisen. Ich bin mir im Augenblick wirklich nicht so im Klaren, was hier dieses Carbon-Stil ist. Das hat er jetzt reingepackt. Ist auch Carbon-Stil fertig geworden.
Hier brauchen wir noch Aluminium und 10 Refined Kupfer. Und wie viel war es hier? Volles Aluminium noch und auch 10 Refined Kupfer. Okay, also an der Raffinerie Kupfer herstellen. Raffineriertes Kupfer. Bisschen Aluminium. Achso, ist voll, okay. Aber das heißt im Endeffekt, ja, wir können den hinteren da... Nein! Oh, diese Steuerung. Das guckt, ich hasse das. Tue ich mich jedes Mal bei. Okay. So. Da ist Aluminium voll. Refined Copper. Fehlen uns 10. Die sind wir gerade am Herstellen. Da fehlen nochmal 12 Aluminium. Okay, dann ist es zu Ende. Mehr haben wir nicht. Von 10 haben wir auch. So, 12 von 20 Aluminium sind da auch schon mal wieder drin. Also den vorderen hier werden wir wohl nicht fertig kriegen, aber ich denke mal, der hinteren sollte nicht das Problem sein. Das Einzige, was hier fehlt, ist Eisen. Da fehlen uns noch 4 Eisen und... Ja.
2 raffinerierte Kupferbohrungen noch. Nein. Nickel? Nein. Nach 8 Sekunden, dann haben wir noch einen. Tja, ich will in dieser Folge auf jeden Fall noch das Lager fertig kriegen. Dann sollten wir die Mission nicht abschließen können. Dann denke ich mal, haben wir ein Problem, weil ohne die Mission funktioniert es nicht. Können wir im Endeffekt nicht weiterkommen. Und das würde dann bedeuten, dass wir zwangsläufig eine Pause einlegen müssen und warten, dass ein Update kommt, dass das Problem beseitigt. Es kann natürlich auch zusammenhängen mit den diversen Abstürzen, dass da im Spielstand irgendwas schiefgelaufen ist. Aber oh, Kupfer haben wir 3. Ich weiß es nicht. Dieses Spiel eigentlich unheimlich viel Spaß. Und eigentlich möchte ich da keine Pause machen. Aber im Endeffekt hilft es uns nicht weiter. Wenn wir das weiterspielen, ohne dann weiterzukommen. So, Ressourcen sammeln und das war's dann. Ist eigentlich nicht das, was ich will. Nickel, pures Nickel, das Aluminium-Alloy, Titan-Alloy, Antiseptikum, Fabrik, Medium Batteriepack, wir brauchen dringend auf jeden Fall wieder andere Standardressourcen.
Der lässt einen nicht raus, wenn man da einfach schnell durchlaufen will. Echt cool wäre so ein Reparaturbot, den man hier einsetzen kann, der automatisch immer sämtliche Schäden repariert. Denn das sieht ja wohl so aus, als wenn doch einiges kaputt geht hier. So, und wenn die Dinger kaputt sind, bringen sie weniger Energie. Wie man sieht. Ja, wir haben jetzt 746. Reparieren wir das Ganze. Und dann sind 1199. Wir müssen definitiv hier so ein bisschen Nachschub holen. Auch wieder heile. Der ist noch gar nicht gebaut, der ist frisch gebaut. Okay, also bei 90% kann man ihn noch gar nicht reparieren. Unser Hangar, der muss definitiv repariert werden. Denn der hat da Leck.
Sehr gut. Wichtig ist es hier, denn wir müssen Strom von dem da hinten die Verbindung schaffen. So. Sieht doch alles soweit gut aus. Okay, also müssen wir nochmal Eisen besorgen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Schön, dass ihr heute da wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ja, lasst einen Daumen hoch oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.